Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir ein, ungeschönt Video mal wieder zusammen schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jeden Monat haben Sarah, Isabel und ich, also Like a Daisy in Spring und ich, dieses Format jetzt dieses Jahr schon gemacht und nächstes Jahr wird es auch fortgeführt. Und für den September haben wir uns überlegt, dass es ganz cool wäre, das haben nämlich jetzt ein paar andere YouTuberinnen auch gemacht, den Namen zu schminken, also quasi den Kanalnamen. Das heißt, ich habe Claudis Welt als Kanalname. Dementsprechend eingeschränkt war dann tatsächlich auch meine Auswahl, weil so viele Buchstaben habe ich gar nicht. Ich bin super gespannt, wie Sarah Isabel das umsetzen wird, weil die hat ja einen so langen Kanalnamen. Also die muss ja richtig viele Produkte verwenden. Die hat quasi dann die umgekehrte Challenge. Und ich fand das eigentlich ganz witzig, als ich das gesehen habe, wie manche das so gemacht haben. Ich kann mal schauen, ob ich euch den einen oder anderen Kanal auch in der Infobox mal verlinken kann. Mensch! Richtig cool. Wir starten einfach mal, denn die Produkte, die hier vor mir liegen, repräsentieren halt auch ein Stück weit, was ich so bin, ne? Und das finde ich ganz cool, genauso wie dieses Format Hashtag Ungeschönt halt ja auch sowohl Sarah Isabel als auch mich repräsentiert, nämlich, dass wir halt schon so reden, wie uns der Mund gewachsen ist, je nachdem, wie YouTube es halt zulässt. Bei manchen Videos klappt es besser, bei manchen schlechter. Starte ich Claudis Welt mit Catrice, dem Tensational Primer. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Also den habe ich euch auch schon so oft empfohlen, weil das einfach ein richtig gutes Produkt ist. Ich habe eine trockene Haut und da kommt es immer ganz gut, wenn ich, ja klar, eine gute Hautpflege verwende. Die habe ich natürlich jetzt schon drunter, aber dann halt auch so ein bisschen Glow mitgebe, dass das Ganze etwas mehr nach Leben aussieht im Gesicht. Ich möchte an dieser Stelle übrigens erwähnen, dass ich es wahnsinnig krass finde, dass wir schon September haben. Also es ist wirklich heftig. Jetzt gerade, wo ich das Video drehe, Mr. Bauchi möchte in 6 Wochen schon schlüpfen. Ich kriege leichte Panik. Aber es ist einfach total wahnsinnig cool, wie schnell dieses Jahr rumgegangen ist. Heftig, was für Dinge einfach passiert sind. Sowohl schöne Dinge als auch nicht so schöne Dinge. Und voll krass. Als nächsten Schritt möchte ich gerne von L'Oreal eine Foundation verwenden. Perfect Match Nude, ein aufpolsterndes Serum. Farbrange ganz furchtbar. 0,5 bis 2 sehr hell ist hier die Farbbezeichnung. Und das ist ein Produkt, was ich wirklich richtig, richtig gerne verwende. Und tatsächlich, das hinterlässt ein schönes Hautbild, ein schönes Hautgefühl, weil du einfach gar nicht merkst, dass du eine Foundation drauf hast. Und ich mag das Produkt einfach gerne. Ich bin sehr froh, dass ich hier mit dieser Farbe, mit der hellsten Farbe, die es halt so gibt, auch ein Farbmatch habe. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, weil die Farbrange halt recht klein ist. Man muss ein bisschen aufpassen, weil das sehr flüssig ist. Ich verwende es aber einfach richtig gerne, weil ich finde, dass es ein tolles Ergebnis macht. Ich habe hier einen Pinsel von Spectrum, den ich jetzt verwende zum Einarbeiten, ne? Und ihr seht das. Also ich gehe mit dem Pinsel drüber und direkt verschmilzt das mit der Haut. Es hat aber trotzdem eine Deckkraft am Start, was ich gut gebrauchen kann. Und zusammen mit dem Primer, den ich ja darunter aufgetragen habe, gibt es einfach so ein zweite Hautgefühl und auch zweite Hautaussehen, was ich sehr schätze an diesem wunderschönen Foundation-Produkt und euch dementsprechend auch extrem gerne ans Herz legen möchte. Deswegen bin ich froh, dass mein Kanalname auch als zweiten Buchstaben das L hat, weil L steht für L'Oreal, beziehungsweise da kann ich halt L'Oreal-Produkte verwenden an zweiter Stelle und das macht auf jeden Fall für mich durchaus Sinn, weil L'Oreal bringt extrem gute Foundations raus für jeden Hautton geeignet, sage ich, Hauttypen geeignet. Und da könnt ihr euch gerne auch mal umschauen. Gibt es in den Drogerien, gibt es aber auch bei Douglas und Co. Ne? Und da werdet ihr für euer Hautbedürfnis safe die richtige Foundation finden. Und zack, die wappdi. Ne? Das ging schnell. Ich versuche euch auf meinem Kanal immer so einen relativ bunten Mix aus Drogerie, High-End, dies, das, Ananas mit auf den Weg zu geben. Deswegen kommt jetzt als Concealer von Anastasia Beverly Hills dieses Geschichtlein zum Einsatz. Wie heißt du denn? Magic Touch Concealer. Ich habe den in der Farbe 4. Ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe gerade passend ist zu der Foundation, aber ich trage ihn jetzt einfach mal auf. Und verwende ihn auch an manchen Punkten in meinem Gesicht, um da eine etwas höhere Deckkraft hinzubekommen.
Im Gegensatz zu der Foundation hat der Concealer eine richtig heftige Deckkraft, ne? Also das sind quasi so Gegensätze, die sich echt anziehen. Und deswegen kann ich ihn auch super als Lidschattenprimer verwenden, weil dafür fehlten mir die Buchstaben. So, dann kann ich hier nämlich auch die Brillenabdrücke ein bisschen besser abdecken. So. Jetzt bin ich froh. Ein relativ matter oder schon sehr matter Concealer ist das, ne? Aber also mag ich gerade gerne leiden vom Ergebnis, was da so in meinem Gesicht abgeht. So, als nächstes habe ich ein Puder hier am Start. Und zwar ist das ein Produkt, was ich aus einer Box habe. Ich glaube, so Luxury Box, Barbara Box, Brigitte Box, irgendwie so. Das ist nämlich von Uslu Airlines, Powder Od Nadata. Und da sind 20 Gramm drin. Das ist einfach ein ganz normales, loses Puder. Ah, ich erinnere mich, da kam relativ wenig Produkt raus. Nun denn, auf jeden Fall habe ich ein ganz leicht eingefärbtes Puder und ich habe jetzt hier jetzt schon die ganze Zeit die Pinsel von Spectrum in Anwendung, ne? Nehme ich jetzt hier auch wieder einen großen Fluffel, arbeite das Puder in den Pinsel ein, klopfe ein bisschen ab und puder mein Gesicht ab. An und für sich ist das ein schönes Puder, weil das auch einen schönen Weichzeichner-Effekt macht. Ich denke mir nur immer wieder, wenn ich das verwende, ist das nicht dann doch irgendwie zu trocken für mich, ne? Ich meine nämlich, dass es wirklich zu trocken ist und deswegen bin ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, ob dieses Schätzelein dann auch wirklich dieses Schminkvideo überleben wird und dementsprechend in meiner Sammlung bleibt. Ich glaube nämlich eher weniger. Naja, aber gut, ne? Es ist halt ein Puder. Es ist in meinem Gesicht. Mal gucken, wie das nachher mit Fixing Spray und Co. funktioniert. Als nächstes, als was? Wir müssen mal drüber reden, Leute. Als nächstes gehen wir jetzt wieder so ein bisschen zum High-End-Bereich. Da habe ich von Dior ein Produkt, das Dior Forever Natural Bronze in der Farbe 0410 Bronze. Das ist wie so ein kleines Kissen. Also wenn ich so, weiß ich nicht, wenn mich die Müdigkeit überkommt, die ich jetzt ja durchaus habe, eben noch ein bisschen schlummern müssen, bevor ich dieses Video gedreht habe tatsächlich, dann kann ich das als Kissen verwenden. Lege ich meinen Kopf so drauf, ist total bequem. Sieht auf jeden Fall auch ganz schön aus. Das ist einmal dieser hier, ne? Habe ich offensichtlich auch schon gut verwendet. Und damit wärme ich jetzt mein Gesicht ein bisschen auf. Auch wenn das die Farbe 04 ist, ist das ein Bronzer, der jetzt nicht so baboom Farbe abgibt. Den muss man schon aufbauen, aber das finde ich nicht so schlimm. Weil wenn ich einen Bronzer habe, der zu krass pigmentiert ist, komme ich da erfahrungsgemäß nicht ganz so gut mit zurecht. Also für mich ist es schöner, wenn ich ihn ein bisschen aufbauen kann. Wichtig dabei, er sollte sich aufbauen lassen. Also das haben manche Bronzer halt dann auch schon wieder nicht, dass sie dann wirklich so zart sind, dass sie sich gar nicht aufbauen lassen. Aber der hier lässt sich definitiv zu einem schönen Ergebnis, ne, schichten. Zack, die Wab, die bin ich ein bisschen gebräunter. Das passt auch schön zu meinem grünen Pulli. Ja, ich habe echt einen Winterpulli schon an, Leute, ne? Draußen ist Schiedwetter. Jetzt kommen wir zu dem Buchstaben I und das ist It Cosmetics. Da habe ich mir mal dieses Your Most Beautiful You eine Face-Palette gekauft. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Da ist ein Bronzer, ein Blush und ein Highlighter drin, aber ich werde jetzt hier Blush und Highlighter verwenden. It Cosmetics wollte mal mit mir eine Kooperation aufbauen, ich auch gerne mit denen, aber die wollten das halt im Bereich der Skincare machen und da bin ich ja wirklich mit meinen The Glorious Three mit Dalton, Beauty Mates und Hipoda schon in den allerbesten Händen und dementsprechend musste ich da dann leider sagen, also schminke gerne, Leute, aber im Bereich Skincare muss das leider nicht sein. Ich habe da schon sehr gute Partner. Der Blush hat auch einen leichten Schimmer mit drin. Das ist so ein Goldschimmer. Der ist aber nicht so intensiv wie zum Beispiel von dem Catrice Oil Infused Blush, den man ja auch kennt, ne? Ich mag den tatsächlich. Also es ist also grenzwertig, auch für mich. Ich bin jetzt ja nicht so die Ultra Glitzerfee im Walde, aber also das sieht noch gut aus. Ne? Wir haben jetzt hier nicht zu viel und nicht zu wenig von dem Schimmer mit dabei. Theoretisch bräuchtest du keinen Highlighter darüber geben, aber hier ist ja einer mit am Start, deswegen gehe ich jetzt auch mit diesem abgeschrägten Pinsel in den Highlighter, um ihn hier nochmal zu intensivieren. Aber der ist ja auch fast nicht vorhanden. Ne? Ja gut, scharfe Farbe im Gesicht, das finde ich super und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was nicht jeder gut findet, jedenfalls die Marke. Ja, und zwar ist das von She Glam ein Augenbrauenstift. Das ist einer meiner absoluten Favoriten, bin ich ehrlich. Und ja, ich habe den halt in Blond, ne? Skinny Brow Pencil ist das und ich finde den super. Den habe ich schon einmal komplett aufgebraucht. Das ist jetzt die Nummer 2 schon. Und
den tragen wir jetzt mal auf. Ja, wenn ich mein Gesicht so angucke, den Puder wird mich definitiv verlassen. Und hier habe ich den Bronzer nicht gut verblendet. Was denn hier passiert, Claudi? Kann man auch mit so einer Augenbrauenbürste einmal kurz drüber gehen, ne? Um das Ganze so ein bisschen zu retten. Man muss auch mal pragmatisch unterwegs sein. Läuft. Dieser Augenbrauenstift hat halt einfach meine Augenbrauenfarbe und das passt wie Poppes auf Eimer. Ne? Wie Hintern auf Eimer. Ich darf das A-Wort, glaube ich, gar nicht sagen. Und deswegen finde ich den wirklich großartig. Nicht jeder Augenbrauenstift schafft es, auch bei blonden Tönen so ein bisschen was Aschiges mit dabei zu haben, weil ich habe ja naturblonde Haare. Das heißt, ich habe da ja nicht so einen wirklichen Gelbstich oder sowas mit drin. Es ist halt, wie es ist, ne? Und dann brauche ich keine Babykotze-Augenbrauen oder so, sondern das muss dann schon vernünftig aussehen. Und das schafft dieser Stift. Ich bin übrigens auch mega gespannt, ob Sarah Isabel ihren Namen oder ihren Kanalnamen nehmen wird, um sich damit zu schminken. Da haben wir uns nämlich beide auch gegenseitig überraschen lassen dieses Mal. Weil, wenn sie Like a Daisy in Spring nehmen würde, hätte sie ja gar kein Catrice oder so. Wobei natürlich, du musst ja nicht nur nach den Markennamen gehen, du kannst ja auch, komme ich auch gleich zu, wenn der Buchstabe quasi dann in dem... Ich habe gleich die Urban Decay Wild West Palette, ne? Und dementsprechend ist es so, dass das W dann ja quasi im Palettennamen drin ist und nicht quasi durch den Markennamen kommt. Ich darf jetzt leider meine Augenbrauen nicht fixieren. Die müssen jetzt so von alleine durchhalten, weil ich habe nicht genug Namenbuchstaben. Ich hatte es ja schon angekündigt, Urban Decay, die Wild West Palette, die habe ich damals im Sale ergattern können, als Urban Decay ihren eigenen Online-Shop zugemacht hat, Mensch. Und jo, hier habe ich sie, die möchte ich jetzt gerne verwenden und damit möchte ich aber einen recht simplen Look schminken. So schaut sie aus, das sind halt längliche Fännchen, was eigentlich gar nicht so mein Vibe ist, aber sie sind halt jetzt da und jo. Lasst uns eskalieren. Ich starte mit dem Ton Standoff. Das ist dieser hier. Und damit werde ich mein Lid einmal komplett setten. Als nächstes nehme ich mir den Ton Nudie. Das ist dieser helle Beige-Ton. Und der kommt in die Lidfalte. Dann möchte ich gerne den Ton Whiskey verwenden. Das ist dieser dunkle Ton hier hinten. Und hiermit verdunkle ich hier außen ganz einfach meine Lidfalte. Beziehungsweise ja, mein komplettes Äußeres. V. Ich habe mir den Ton jetzt auch ganz leicht am oberen und unteren Wimpernkranz aufgegeben, einfach um da so eine Verdichtung hinzubekommen. Und jetzt kommt der letzte Ton, der Schimmer. Und da nehme ich einfach den Goldton Hold'em, das ist dieser hier, und den trage ich mir direkt mit dem Finger auf. Schon schön, ne? Und passt natürlich jetzt auch, weil ich natürlich diesen Look auch tragen werde, wenn ich den ein oder anderen Adventskalender heute noch öffnen werde. Und mit dem Highlighter von eben in dem Innenwinkel und unter der Augenbraue habe ich hier einfach jetzt so einen easy peasy 5-Minuten-Look, ne? Mag ich ehrlich gesagt auch mal ganz gerne leiden. Von e.l.f. habe ich jetzt hier ein Setting Spray und zwar das Stay All Night Microfine Setting Mist. Das ist wirklich, 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 wirklich gut. Abgesehen von der leicht übertriebenen Parfümierung des Produktes. Ich bereite meine Wimpern auf die Mascara vor. Dafür verwende ich einfach meine Wimpernzange. Tools gehören ja nicht zu dem ABC-Gedönsen. Als Mascara habe ich von Luvia die Velvet Black Long Lasting Waterproof Mascara. Das ist ja eine Waterproof Mascara, aber ich kriege sie abgeschminkt. Yay, das ist schon mal sehr gut. Das ist nicht bei jeder Mascara, die wasserfest ist, der Fall. Wir haben hier ein wirklich interessantes Bürstchen, was sehr, also es ist ein Gummibürstchen, ne? Was sehr dünn ist. Aber wir schauen jetzt mal, wie sich das auf meinen jetzt aktuellen Wimpern macht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich glaube, nicht jeder wird diese Mascara in drei Schichten mögen. Ich trage sie ja immer, also Mascara generell immer in drei Schichten auf, deswegen, ne? Es ist immer so ein guter Vergleich für mich. Ich finde, vor allem bei diesem Auge ist das Ganze ein bisschen in die Hose gegangen. Aber ja, von weitem finde ich es schön. Es ist schon witzig, aber irgendwie fühle ich mich mit diesem Look auch richtig repräsentiert. Und dann bin ich mal gespannt, was das letzte Produkt jetzt noch als i-Tüpfelchen draufsetzen wird. Von The Body Shop habe ich hier in der Farbe Cherry Gum 004 Shine Lip Liquid. Das ist dieser hier. Passt natürlich, ne? Gold, grün,
rot. Weihnachten, Leute. Ja, dieser Look schreit Weihnachten. Schön, dass man im September schon Weihnachtslooks schminkt. Ich weiß nicht, ob ihr damals auch so einen Quatsch gemacht habt wie ich. Ich habe damals, wenn ich so rote Lollis hatte, gerne dann diesen Lolli angeleckt. Und dann bin ich damit so über meine Lippen gegangen, damit ich so einen juicy Lip-Effekt habe. Und genau das macht dieses Lippenprodukt. Das ist echt wahnsinnig witzig. Ich meine mich zu erinnern, dass es halt auch so einen leichten Tint dann macht. Also wenn ich es jetzt abblotten würde, hätte ich jetzt trotzdem noch diesen Tint auf den Lippen. Der klebt nicht, der ist echt schön. Ich könnte den theoretisch auch 1A für Adventskalender-Unboxings nehmen. Dafür ist er aber ein bisschen zu pinkstichig, finde ich. Trotzdem, ich finde, dieser Look schreit meinen Namen. Und das tut er ja ganz offensichtlich auch, ne? Also das ist so witzig. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich durch meine Sammlung durchgegangen bin und die Produkte rausgesucht habe, ohne darüber nachzudenken, was für ein Komplettbild das ergeben wird. Bin ich wirklich ehrlich? Und dass das halt dieses Bild ergibt, was halt sowas von Claudinchen ist, finde ich gerade richtig cool. Ihr Lieben, ich bin super gespannt, was Sarah Isabel dann auch aus ihren Produkten so zaubern wird. Wirklich, also das wird auch sehr, sehr aufregend, welche Produkte wir da auch finden werden. Ne? Bei ihr ist es ja echt immer so total überraschend bei diesen Hashtag ungeschönt Videos, was sie da auf einmal aus ihren Schubladen rauskramt. Und deswegen, ja, würde ich sagen, 19.30 Uhr geht die Party bei ihr auf dem Kanal ab und da sollten wir heute auch alle hinschalten. Sobald das Video verfügbar ist von ihr, verlinke ich das auch unten in der Infobox, da könnt ihr dann gerne euch eine Erinnerung setzen. Ne? Ja, Mensch, ich fühle es gerade, ihr Lieben. Hat Spaß gemacht. Macht gerne auch mal sowas. Das kann ich nur empfehlen, weil es macht einfach Spaß. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke um mich herum allerhand Sachen, wo du mal draufklicken kannst, wenn du lustig bist. Den Kanal von Sarah Isabel, wenn du mal schon vorbeischauen willst bei ihr und sie abonnieren möchtest. Den Kanal von mir, falls du mich abonnieren möchtest. Die ungeschönte Playlist habe ich auch noch mit am Start. Und dann, glaube ich, nehme ich auch noch den letzten Upload oder so von mir. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!